Ja, gut. Also ich meine, klar, ich habe gesagt, es kommen eine ganze Menge Videos online auf dem Lifestyle-Kanal, weil wir so richtig viel Zeit dafür haben. Letzte Video ist, glaube ich, 7 Monate her. Das war der Airbeat One-Vlog. Und in 1,5 Monaten sind wir schon wieder auf dem Airbeat One-Festival. Da kam jetzt nicht so viel im letzten Jahr. Aber das soll sich jetzt ändern. Tobi und ich haben uns die letzten Videos nochmal angeguckt vom Lifestyle-Kanal. Und boah, wir sind so in Nostalgie gefallen, dass wir unbedingt für euch auf diesem Kanal hier wieder was produzieren müssen. Unbedingt. Ich fahre gerade zum Tobi. Noch sitze ich alleine im Auto. Und wir müssen halt eigentlich eine Integration für ein Video auf dem Hauptkanal drehen. Aber da die ganz witzig werden könnte, packen wir das noch so ein bisschen mit dem Lifestyle zusammen. Und weil es ja nicht reicht, machen wir noch eine Roomtour. Wie ich eigentlich wohne. Nee, genau. Das machen wir vielleicht alles in diesem Vlog hier, in diesem Video. Es wird wieder ein ganz großer Kauderwelsch. Es wird wieder ganz viel hin und her. Es wird wieder, wir machen irgendeinen Quatsch, irgendeinen Gedöns. Aber wir wollen einfach nur ein bisschen unterhalten. Und wir sind super motiviert. Ich habe richtig viel Bock. Ich habe richtig gute Laune, hier ein paar Videos für euch zu produzieren. Ich habe da einfach richtig Bock drauf. Alles klar, wir sehen uns gleich, wenn ich beim Tobi bin, ne? Ich hab Bock. Ich würde sagen, wir sind durch Offroad gefahren. Nee, gut, sieht wieder top aus. Ich kann das aber nicht, Tobi. Ich hab den gleichen. Ich was? Hast du gesehen, wie dreckig dein Auto ist? Ja. Seven vs. Wild, Staffel 3, Gegenstände und Kleidung. Das sind die neuen Regeln. So. Ja, ihr spielt noch ein bisschen wahrscheinlich, oder? Richtig. Wie lange spielt ihr noch? 10, 15 Stündchen. Und ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wie lange spielt ihr? Ich glaube, schreibt mal jetzt, das schreibt in die Kommentare. Wie lange hat Nils für den Schnitt gebraucht? Für was für ein Schnitt? Von dem Video. Von dem Video? Ja. Ui, ui, das kommt safe im Juli oder so online. Und ihr schreibt an den Tag, wo wir diesen Clip aufgenommen haben. Okay, ja, das wird lustig. Ja. Schätzt das mal. Man fragt sich, wieso man hier langfahren muss, wenn man Tobi beim Basketball hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier bin ich vorhin lang, das sehe ich an der Spur. Und das ist hier so slidey. Boah, ist auch arschgefährlich, glaube ich. Weil es echt eng ist. Oh, ich würde so gerne driften, aber es ist zu eng zu driften. Oh, hier sind Bäume. Genau. Das ist richtig. Wir sind noch voll durch. Oh ja. Oh, wie es wackelt, Kameraführung. Ist wirklich wieder 10 von 10. Ja, 11 von 10. Boah, hier würde ich. Oh, da würde ich auch mal gerne rüber, ne? Mit dem Auto oder mit dem Scooter? Nee, zu Fuß. Achso, ja. Oh, naja. Ich find's geil, wenn das mal richtig aussieht, wie es aussehen muss. Oh, nee. Oh. Wie tief diese scheiß Pfütze sind. Nicht flach. Ja, aber das ist fürs Auto gemacht. Alter, die war richtig tief. Junge, die war arschtief. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Lifestyle-Videos noch aufgenommen gehabt, aber die waren immer nicht ganz vollständig, nicht ganz ordnungsgemäß produziert. Auch über Silvester hatten wir eigentlich was, aber war da nicht ausreichend, ordentlich hochzuladen. War nicht ganz unsere Qualität, wie wir sie wollen immer. Deswegen wird das hier das erste seit 7 Monaten sein. Oder 8, ich weiß nicht, wenn es hochgeladen wird. Könnt ihr euch auf jeden Fall megamäßig drauf freuen. Ja, ich hab Bock. Gut, wir holen euch. Warte, hier kann man driften. Das probieren wir kurz. Oder? Das ist zu eng.
Runde. Was denn, du dumme Sau? Hörst du, wie ich mir die Mädels angucke? Wie dauert das? Ja. Junge, wie sieht denn deine For You aus, Alter? Das ist krass, ne? Weil jetzt, wenn ich einmal Dings, ist wieder komplett anders. Mhm. Guck. Kein Auto. Direkt in der Mitte gewesen. Was steht hier? Ein Jäger aus Missouri, der wegen Wilderei von Hunderten von Hirschen verurteilt worden war, wurde gezwungen. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Zu Hause ist, wo Freunde willkommen sind. Ich glaube, ich bin nicht willkommen. Okay, dann klopf an. Moin, moin, meine Gut, jetzt machen wir richtig, okay? Klappe die dritte. Hallihallo, meine Lieben. Ach du Scheiße. Nochmal, einmal noch. Geht noch einer? Okay, alles klar. Gut, kommt rein, weil die Tür ist mal ausgehackt. Du musst jetzt mal reinkommen, das ist halt sonst zu sehr im Flur. So, wir sind in meiner Wohnung. Und ihr habt gesehen, wo ich stand gerade draußen im Flur. Da ist ein Gebäude mit 4 Wohnparteien drin. Und wir haben eine von dieser Wohnung, von diesen Wohnungen. Und da wohne ich mit meiner Lebensgefährtin. Drin. Das ist nicht Tobi, wie viele jetzt vielleicht wieder in erster Linie denken würden. Und ich möchte euch heute meine kleine, aber feine Wohnung zeigen. Ja, wir fangen damit an, dass ich hier eine richtig schöne Lampe eingebaut habe. Die hat mir ungefähr 40 Millionen gekostet. Das ist ein Designerstück. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen hier ordentlich an. Wir fangen hier mit der Sicht an. Garderobe, wie sie lebt und lebt. Immer schön ordentlich hier alles dran, so wie sich das gehört. Hier unsere Schuhe werden hierhin platziert. Ungefähr ein halbes Paar ist von mir, 40 andere Paare von der Freundin, ist klar. Dann haben wir hier einen Tisch. Dann haben wir hier einen Schrank. Warum dieser Schrank? Also erstens steht der Schrank bis hierhin, aber ihr seht, es ist Obst im Haus. Ja, wir hatten einen Wasserschaden gehabt, weil was mit den Elektrikern draußen falsch gebaut wurde. Die haben ein falsches Loch gebaut, bla 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 und nicht verdichtet. Nicht geil, aber wir heben sie bald. Das ist hier eine Neubauwohnung. Wir sind auch die Ersten, die diese Wohnung hier bezogen haben. Erstmal den Schrank hier. Ist für Klamotten. Einfach, weil wir nicht viel Platz haben in dieser ganzen Wohnung. Das werdet ihr aber sehen. Kleiderschrank passt nämlich hier nicht rein, aber wir haben 2 coole Lösungen. Eine Lösung ist dieser Schrank hier, wie gerade schon erzählt. Dann hier auch ein wunderschönes Designerstück. Die Schale. Ich liebe sie ja, ne? Ist immer geil, um hier schön die Schlüssel reinzuwerfen. Gefällt mir. Dann, um das ganze Ding hier zu einer Disco zu transformieren, habe ich natürlich auch wunderbar über die JBL 720, hast du alle nicht gesehen, zu stehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich glaube das erste. Doch, das erste Video auf diesem Kanal hier, da haben wir noch im Mediamarkt dieses Ding hier ausprobiert. Are you ready for this one, guys? I'm ready for this one, guys. Are you ready for this one, guys? I'm ready for this one, guys. So, gucken wir mal rein, was wir hier haben. Ich hab da so ein Lied mal vorbereitet. Hab ich mir natürlich geholt. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den ersten Raum. Und zwar Arbeitszimmer und Frausche wollte auch unbedingt einen Tisch haben. Zimmer. Tretet ein. Wie du da lang gestolpert bist. Cinematische Aufnahme. So, da sind wir. Ist nicht groß, gehen wir da hier hin, damit sie das alle auf einen Blick haben. Ja, ihr seht,
auch nicht besonders groß, aber wir haben uns das natürlich smart aufgeteilt. Problem ist, jede Wohnung hier in diesem Block ist ein bisschen größer. Eigentlich wäre das bei jeder Wohnung das Schlafzimmer gewesen. Ihr seht, hä, wie Schlafzimmer? Kann ja nicht sein, ist viel zu klein. Hier ist der Hauswirtschaftsraum dran. Der gehört natürlich nicht zu unserer Wohnung, sondern es ist Gesamtgemeinde. Das heißt, wir haben die kleinste Wohnung. Ist eben so, die anderen waren schon bezogen und wir wollten unbedingt hier. Ja. Ihr seht hier meine kleine Station, sage ich jetzt mal. Warte mal, ist das Kabel hier richtig? Ich weiß es nicht, das war nicht richtig. Ich hab's jetzt nochmal hier drin. Ja, das wird schon. Wo ich nicht viel zocke aktuell, aber ein paar andere coole Geschichten machen wir hier trotzdem. Mein Mac, womit ich die Videos schneide, Thumbnails mache ich mit meinem iPad. Schöne fette Anlage, damit die Nachbarn auch richtig Bock drauf haben. Das Gute ist, wir haben hier nur feste Wände. Wir haben keine Regenswände. Das heißt, das schallt sogar gar nicht so sehr. Hier ist natürlich noch der Playbutton von unserem großen Hauptkanal, Gebrüder Lange. Bald hängt hier oder da oder dort oder irgendwo noch der von dem Magnetfischen-Kanal, den wir ja aktuell leiten, da haben wir ja die 100.000 Abonnenten geknackt. Auf jeden Fall unfassbar geil. Hier noch der Tisch von meiner Freundin. Warum hier mein richtig geiler Five-Bagger dann oben steht, verstehe ich nicht. Der kommt eigentlich... Nee, der war ja auch im Schlafzimmer. Warum hat sie den jetzt hier hingebracht? Egal, lassen wir so. Hier noch so ein Schrank, wo einfach so ein bisschen Rumierrümpel ist, ne? Ja, so, wir sind wieder im Flur, denn alles geht über diesen großen Flur. Das finde ich halt sehr schön an diesem, an dieser Wohnung, dass wir diesen großen Flur haben. Aber jetzt gehen wir ins Badezimmer. Das ist wirklich doch ein kleines Special von dieser Wohnung, würde ich fast sagen, oder? Schon, ja. Ja, schon. Weil, also ich persönlich hätte hier ungefähr 3-4 Quadratmeter vom Badezimmer weggenommen, um das dem Schlafzimmer oder dem Arbeitszimmer ranzubauen, sage ich jetzt mal. Aber ja, seht selbst, was ich meine. Ja, schaut euch mal unser Bad an. Ist schon modern. Dann habe ich hier oben, die ist, habe ich jetzt letztens erst geschossen beim Designer. Mann, das war so, da musstest du bieten, weißt du? Habe ich, für den Milliarde hat es gekostet, habe ich das Ding geschossen. War eine geile Lampe auf jeden Fall. Nee, ja, keine Ahnung, mit den Lampen haben wir irgendwie noch nicht so ganz hingekriegt. Ich habe schon eine im Schuppen, aber das war es auch, habe ich noch nicht angebaut. Ja, Badezimmer, eigentlich schick. Ist total schick. Wir haben eine Badewanne und eine Dusche. Ebenerdig mit Regendusche. Absoluter Luxus. Hätte nicht zwingend sein müssen. Aber war halt mit in dieser Wohnung mit drin. Das heißt, warum nicht, ne? Überall Fußbodenheizung in jedem Raum. Ist geil. Dann hier einen Rückläufer, eine Heizung. Hier dran ist auch die einzige Wandheizung. Ansonsten, wie gesagt, alles Fußbodenheizung. Toilette. Nicht so wie bei anderen Leuten mit beheizten Dings oder so. Ganz normale Toilette. Waschmaschine auch. Ganz normal. Bimmelt mit komischer Musik, wenn du durch bist. Hier, Spiegel, ganz normal. Ja. Hier geht kein Licht an oder so. Ganz normal mit dem Licht. Gut, haben wir das auch. Aber nee, Dusche finde ich wirklich echt geil. Also überhaupt das Bad. Pff, schon nicht schlecht. Ja, wir sind immer wieder im Flur. Wie gesagt, man muss immer zum Flur zurück. Jetzt finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann kann man hier überall die Fußbodenheizung einstellen. Und ich sag mal so, ey, also für mein Alter und das, was uns das ermöglichen konnten, so eine Wohnung ist schon heftig. Also ich bin auch extrem dankbar. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich so eine moderne Wohnung als erste Wohnung leisten kann. Ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber dafür kann ich euch zum Beispiel auch da draußen danken. Ja, den Raum lassen wir sein. Nein, Spaß. Ist halt ein typischer... Rümpelraum. Wir haben es hier eigentlich ganz cool gemacht, so, dass man hier die Jacken reinhängen konnte. Da haben wir hier extra so diese Streben da reingezimmert. Dann habe ich hier die Designerlampe hier drin. Aber es sieht halt schrecklich aus. Das ist in Ordnung, dass ihr das auch so seht wie ich. Kein Problem. Könnt ihr ruhig sagen. Sieht schrecklich aus. Was haben wir hier? Warum steht denn hier ein... Ah, weil wir davon noch eins haben. Holy. Immer geil. Code Lange. 10% Spaß. Gut. So viel zu diesem kleinen Raum. Muss ja jetzt nicht wieder behandelt werden, war der Raum. Aber cool ist der Spiegel. Den haben wir uns hier auch selber hingehangen. Tobi ist auch mit dabei. Hier, was schätzt ihr, was hier drin ist? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Oder wir gehen einfach rein. Schlafzimmer. Nein, spazieren. Da werden gleich viele sagen, ganz viele werden gleich sagen, ihr könnt doch nicht im Schlafzimmer einen Fernseher anhängen. Mach ich auch nicht. Ich hänge einfach ein Kinoleinwand daran. Wisst du, nee. Ja, ein riesiger Fernseher, was soll ich sagen. Das Geile einfach an diesem Fernseher, also ich persönlich bin so, ich bin einfach ein Fan davon, wenn du drüben im Wohnzimmer, zeige ich euch gleich,
was guckst und du eigentlich schon so müde bist, du willst aber noch eine Folge gucken, willst aber dabei vielleicht schon einschlafen auf chillig, dann gehst du rüber ins Bett und guckst dann hier die Folge zu Ende und pennst dabei ein. Das ist einfach geil. Da ich ein Allergiker bin, habe ich hier auch nur zu empfehlen, keine Ahnung von welcher Marke, ist überhaupt auch keine Werbung. Das Ding ist wirklich geil, das macht hier so einen Luftreiniger und sowas. Ich kann euch absolut empfehlen, sind auch nicht teuer, aber ist, wer Allergiker ist, das 1 plus mit Sternchen. Meine Seite, Frauchens Seite, gibt's nichts Besonderes zu sagen. Ja, Fernseher ist halt so groß geworden, weil es ein Angebot gewesen ist. Da haben wir das Ding, Ausstellungsstück, gleich so mitgenommen. Einfach geil. War die beste Entscheidung, was man machen konnte. Preis wurde natürlich wahnsinnig reduziert. Wiederum, der Preis wurde nicht reduziert von dem Designerstück, welches hier hängt. Auch krass gewesen. Weiß gar nicht, wie teuer. Ich glaube, 2 Yachten musste ich dafür eintauschen. Wäre aber nicht zu hoch stapeln. Komm, und rein, raus, mein Ding natürlich, ist klar. Auch cool. Schön. Ist auch super modern. Gefällt mir sehr gut. Nun zum größten Raum eigentlich, ne? Das ist der größte, Badezimmer ist ein bisschen kleiner. Das ist Wohnzimmer mit offener Küche, um halt den Platz sozusagen gut zu nutzen. Finde ich cool. Gehen wir rein. Wir gucken erstmal, ob Frauchen da sitzt. Nein. Wo ist sie? Sie ist weg. Wir waren gerade in allen Räumen. So, ich will natürlich, also meine Freundin möchte sich nicht zeigen. Wir waren, wie gesagt, gerade in allen Räumen. Die wird dann wahrscheinlich draußen sein. Egal. Ja. Was haben wir denn hier? Unser Wohnzimmer. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Wir haben, wie gesagt, nicht viel Platz. Doch schon, aber relativ viel. Ich glaube 55 oder 60 Quadratmeter. Haben wir hier nur. Wir sind aber 2 Personen. Eigentlich ist die sogar nur für eine Person ausgelegt. Wir sind ebenerdig, muss man auch dazu sagen. Ja, aber offene Küche, ziemlich groß. Ich finde, viel Arbeitsfläche, alleine wegen diesem hier ums Eck, ist es geil. Einfach viel Arbeitsfläche. Gefällt mir unglaublich gut. Bisschen Schleichwerbung. Holly. Weißt du? Und sowas finde ich als geil hier. Hat sich meine Freundin ausgedacht. Mit diesen Gläsern. Es ist einfach simpel und gut. Kriegst du hier in so einem 1-Euro-Shop. Kriegst du diese Dinger überall. Für mehr als 1 Euro. Ich verstehe nicht, warum die 1-Euro-Shop drin werden. Naja. Gut. Mikrowelle. Sieht auch aus wie ein Fernseher. Kann aber nichts Besonderes. Außer Mikrowellen. Schränke. Viel Platz. Geil, einfach. Kühlschrank geht arschschwer auf, muss ich dazu sagen. Also, ne? Und ist auch kein besonderer. Ist jetzt hier nicht LG Turbo, ich hab, weiß ich nicht, das Haus programmiert, Ding. Naja, egal. Aber passend zu diesem ganzen Design, finde ich persönlich, ist auch dieser Esstisch. Wir haben uns natürlich für so einen Partytisch entschieden. Finde ich beste Entscheidung, die man machen konnte. Man muss auch dazu sagen, wie kleinen Schnäppchenjäger. Das Ding haben wir, glaube ich, bei Poco geholt. Und auch als Ausstellungsstück. Es war ein Ausstellungsstück gewesen. Und da das dieses Design hier hat, wo eh schon so Scratches so typisch sind in diesem Design, war es nicht schlimm, ob hier vielleicht schon ein paar Gebrauchsspuren dran waren als Ausstellungsstück. Aber das Ding ist top in Form gewesen. Und dazu diese Stühle hier. Finde ich persönlich das geil. Kann man super gechillt dran essen, da wir ja eh nur zu zweit sind. Und wenn wir zu mehr sind hier, hatten wir hier bis vor kurzem noch einen Glastisch gehabt. Der ist aktuell weg, denn wir haben uns einen Welpen zugelegt, einen Hund. Und den zeigen wir euch vielleicht nachher auch noch. Deswegen hatten wir Angst, dass der sich hier vielleicht die Augen aussticht oder auch, dass er vielleicht ein bisschen mehr Spiel- und Spaßfläche habt. Ich denke mal, das seht ihr hier. Das ist jetzt hier nicht irgendwie, weil wir unser Kind da hinlegen, irgendwie, weiß ich nicht, einparken oder so. Nee, ist natürlich für ein Hund. Für ein Kind, also Bruder, da brauche ich aber noch ein bisschen. Und hier ist, guck mal, sieht chillig aus. Ich will jetzt nicht drum pennen, aber soll wohl gut sein. Ey. Hier, Fernseher, auch Top-Gerät. So ein Philips hier mit Licht und so, damit ein Bild größer wirkt. Das hier muss man dazu sagen, das war bei mir in meinem alten Zuhause, war das meine Schlaffläche tatsächlich. Ich habe die letzten 6 Jahre, glaube ich, bei mir zu Hause, wo ich ursprünglich gewohnt habe, bei meinen Eltern, habe ich auf dieser Couch gepennt, ausgeklappt, zack, Topper rüber. Das war mein Bett und jetzt ist es eine moderne Couch bei uns in der modernen Wohnung. Wie geil ist denn bitte? Ich finde, das ist auf jeden Fall geil. Sideboard habe ich auch mitgenommen von zu Hause. Fernseher habe ich auch übrigens mitgenommen, hatte ich schon zu Hause. Rasenroboter, immer geil, habe ich nicht von zu Hause mitgenommen. Rasen. Staubsaugerroboter, immer geil. Habe ich natürlich nicht von zu Hause mitgenommen. Ist top, ist einfach geil, gerade weil wir eben ehrlich sind. Wir können in jeden Raum damit reinfahren. Mäßig. Aber können wir eigentlich euch so ein bisschen zeigen, wie es so von draußen aussieht mit Blick auf unsere Seite. Das Geile ist wirklich, wir haben hier eine große Terrasse mit Tisch, alles von Oma bekommen. Dann hier, ich weiß nicht, für die Leute, die aktiv auf dem anderen Kanal dabei sind, das ist der Hoch- und Runterfahrtisch. Da habe ich mir jetzt so ein Sommer-Setup
richtet, wo ich dann nachher hier mein MacBook alles draufstelle, wenn es wärmer wird. Dann hier das gute alte Fahrrad. Ja, fein. Hier einen Reifen von meinem Auto, weil irgendwie, weiß ich nicht, das hat Luft verloren, habe ich mir meinen Reifen holen müssen. Und es ist halt geil. Wir haben hier den offenen Blick direkt rein. Überall alles Jalousien, die man hoch runterfahren kann. Und ja, Wäscheständer steht hier. Oh, was ist denn da? Ja, hallo? Das ist ja der kleine Loki. Na, Hallöchen, Loki. Kuckuck. Wo hast du denn das Frauchen hier lassen? Ja, fein. Ja, das ist unser Hund. Der Loki. Mit seiner Schleppleine und hat das Frauchen weggelassen, weil die nicht um die Ecke kommen möchte, damit sie nicht gefilmt wird. Das ist auf jeden Fall was. So, haben wir das? Ich würde sagen, das passt, oder? Habe ich was vergessen? Habe ich einen Raum vergessen? Eigentlich nicht. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, ey, wie gesagt, für... Naja, das Problem ist halt, das Ding ist aus Alu und nicht aus Stahl. Eigentlich sind die Dinger aus Stahl, aber irgendwie... Ein scheiß Ding. Ja! Das ist meine Wohnung mit meiner Freundin und nicht Tobi. Ich wohne nicht mit Tobi zusammen, weil das ja viele denken immer, ne, Tobi? Ja. Und wir, zwei Hübschen, sage ich immer, fahren jetzt nämlich los und machen für den E-Scooter, wie ich vorhin angekündigt habe, die Werbung. Da habe ich mich auch noch Bock drauf. Ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour gefallen. Ist da noch was zu sagen? Ach, was cool ist, genau, eine Kleinigkeit. Ich habe hier überall diese Siri HomePods zu stehen, auch im Schlafzimmer. Weil dann kannst du alle connecten und dann kannst du hier so überall Mucke. Wollte ich noch ein paar holen, dann stelle ich hier noch eins hin und im Hauszimmer wollte ich noch eins hinstellen und im Bad. Ich habe erst zwei, überall. Erst zwei. Wollte ich aber alle noch holen, das sind überall ist. Also Apple kooperativ wäre hier auch echt was möglich. Nee, Spaß. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt wieder ins Auto und dann ab dahin, wo wir aufnehmen wollen für Wala. Wala. Wala, so heißt die Marke, keine Ahnung. E-Scooter. Für euch back the scenes. Sagt man das so? Behind the scenes. Für euch behind the scenes und für uns. Für uns normaler Tag. Ey. Ja. Also werdet ihr mal sehen, wie das so aussieht, wenn wir hier aufnehmen. Ich hab den Leuten da draußen schon verraten, was wir uns hier geholt haben. Was haben wir uns hier geholt? Na, was haben wir uns denn für zwei Karten hier geholt? Ach, das hast du schon verraten. Hab ich schon verraten? Naja, weil das letzte Video, was wir auf dem Kanal hochgeladen haben, war ja das von da. Na, da frag ich mich tatsächlich persönlich, ja, erzählt mir, ob das überhaupt dann als Video erscheint. Diese Karten, die sie gekauft haben. Wird dazu ein Video erscheinen? Nee. Doch, natürlich. Und zwar Airbeat One. 20 Jahre Jubiläum, glaube ich. Und es wird wieder absolut brutal. Wir haben uns die VIP-Karten geholt, nicht aus dem Grund, weil wir unbedingt VIP wollten oder so, sondern, also wollten schon, aber halt aus dem Grund, weil wir damit einen Tag früher dorthin können, damit wir mehr sehen und damit wir für euch mehr produzieren und zeigen können. Deswegen freut euch auf jeden Fall drauf. Ich glaube, 2 Monate noch. Nicht mal mehr 2 Monate. Das wird brutal. Nee, unter 2 Monate ist auf jeden Fall schon. Na gut, ich würde sagen, wir setzen uns ins Auto, düsen los. Hallo. Es ist ein E-Scooter. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie das Ding abgeht. Ab geht's! Yippie! Boah! Ey, da musst du Arsch aufpassen, ne? Du musst Arsch aufpassen. Das ist absolut slidey. Und weil das Ding so beschleunigt, da legst du dich. Guck doch mal, wie ich spür. Alter Vater, nee, das kannst du keinem erzählen. Guck mal, ich fahr da vorne mal durch den Schlamm. Meinst du, es geht? Warte, ich mach vorsichtig. Ich glaube, ich kann damit driften. Oh, jetzt ist nur Heckantrieb. Ey, ich glaube ehrlich, dass man mit dem driften kann, ne? Ey, hast du gesehen? Guck, warte. Ah, nee, ich weiß nicht, ob der rumgeht. Doch, ein bisschen geht er.
Ein Versuch noch. So sehen unsere Werbungen immer aus. Immer erst ein bisschen Spaß haben und zwischendurch ein paar cinematische Aufnahmen machen. Oh, oh. Ach Mann, aber der driftet nicht so, wie ich das will. Bombs. Das war eine cinematische Aufnahme. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich packe die GoPro. Die Drohne, die ist es. Ich pack die Drohne aus und dann machen wir ein paar cinematische Aufnahmen. Ah, das wird geil, ey. Ja. Aber der Ständer ist auch noch halb draus, ne? Das passt schon. Tobi muss kurz üben, weil er nämlich gleich darauf fahren muss, wenn ich mit der Drohne ihm hinterher fliege. Aber ist geil. Siehst du? Hab ich da gesagt, es ist arsch-slidey. Aber es macht so Spaß, oder? Fahr mal durch den Schlamm da, versuch mal. Vorsichtig. Ja, gib Gas! Ey, du musst... Ah, du bist so doof. Du musst ein bisschen Gas geben, wenn du stehen bleibst, gibt er ja kein Gas mehr. Ist geil, oder? Boah, das ist cool. Die Drohne sieht mich, ich sehe die Drohne. Ja, aber es dauert eh noch eine Stunde, bis du fertig bist mit Einrichtung. Naja, alles klar, mein Handy als Speicher ist eh gleich voll. Ja, okay, ab mit dir aufs Scooter. Wir haben 20 Minuten hier ums Karree gefahren, weil wir kommen nicht von hier. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber das geschulte Filmszenario-Auge hat hier eine geile Szene. Eigentlich komplett gefilmt, hat mein Auge schon alles gefilmt. Hier mit dem E-Scooter durchbrettern, Drohne am Hinterherbrettern, E-Scooter stoppen, Drohne im Nacken, tot. 40 Millionen Aufrufe. Nein, aber hier sind richtig geile Szenen, hoffentlich machbar. E-Scooter ist da. Drohne ist hier. Kurz ein Elefant geboren. Dann kommt das Handy wieder an die GoPro. Oh mein Gott. Ich kann doch nicht den ganzen Tag GoPro sagen. Geht doch nicht. An die Drohne und Tobi fetzt ab und ich fliege hinterher. Ah. Schon so ländlich, dass Hallo gesagt wird. Dann machen wir das mal fertig. Du müsstest mir jetzt das Handy geben. Ja. Ja. Okay, renn. Klasse. Ja, richtig schön Cinematik. Und jetzt fahre ich vor dir weg und du wirst lässt mich so ein bisschen wegfahren, ja? Das Witzige ist, so diese ganzen Kommandos, die ich an dich gebe, die brauchen wir jetzt nicht, also die schneiden wir im Hauptvideo raus, das wird dann nur mit Musik überlegt sein. Und hier packen wir das ins Lifestyle rein, weil das sind die ganze Zeit die Kommandos an Tobi, wenn wir das hier machen.
So sieht das wirklich Backstage jetzt aus. Ihr habt hier richtig mal einen Einblick, boah. So, jetzt komme ich nochmal auf ihn zu und werde ein paar Specs nennen. Alles klar? Ja. Alles klar. Aber mit Mikro. Ah ja, genau, du baust um. Ja, genau. Also, es ist witzig. Ne? Wir hatten jetzt nämlich Spaß. Ich habe ein bisschen Drohne geflogen. Witzig, bin hier ein bisschen hin und her gefahren. Ich habe 4 Sätze dazu gesagt und so ist so ein Clip vorbei. Klar, es hat Aufwand. Wir haben jetzt 2-3 Stündchen dafür gebraucht insgesamt. Spots suchen, Drohnen-Shots machen, Drohnen-Shots ordentlich machen, cinematische Shots hier irgendwie machen. Tobi muss mit zwischendurch mal rennen. Tobi, seine Sachen sehen aus. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Glück gehabt. Aber es macht einfach Spaß. Deswegen nehme ich gerade so viele Sponsorings an, weil es macht mir einfach Spaß, diese Sachen zu zeigen. Es ist nicht einfach nur irgendwas, um Geld zu bekommen. Ich bekomme übrigens dafür kein Geld. Ich bekomme diesen E-Scooter, ja. Aber ich bekomme kein extra Geld. Ich zeige euch das, weil es mir Spaß macht, weil ich das Gerät geil finde. Ich mache jetzt aber auf diesem Kanal hier keine Werbung für dieses Gerät. Tja, die Amerikaner wollen langsam auf den deutschen Markt kommen. Langsam. Hä? Langsam. Ja, zumindest mit so einem Ding an. Wow, oh mein Gott. Wow. Warum ist denn die Frontbremse so stark? Ja. Holy shit, was? Wow, was? Hat man das gesehen, wie ich hinten abgehoben bin? Ja. Warum ist denn die so stark? So, wir packen das Zeug wieder aufs Auto und die Olight-Werbung drehen. Das hat kein Mikro. Ja, das stimmt. Man hört ihn gar nicht. Jetzt hört man ihn. Hi Freunde, was geht? Willkommen beim neuen Video der Firma JP Performance GmbH. JP Performance GmbH. Ach ey, ihr macht mich alle fertig, ey. Ihr macht mich fertig. Nicht ausrutschen, ja? Okay. Machst du noch so ein bisschen Lifestyle-Clip? Ja, genau. Die wissen ja gar nicht, was machen wir, wenn wir fertig sind mit meinem Mikrofon. Oh, das wissen die nicht. Die wissen sowieso gar nichts, weil du das Mikrofon erstmal rausziehen musst, sonst hören die dich nicht. Ach, du hast es schon ausgemacht. Ach. Oh, jetzt hast du es. Ich hab's noch in der Hand. Okay. So, ja, genau. Wie sieht das aus, wenn wir fertig sind mit Magnetfischen? In der Regel, wenn wir jetzt viel Schrott gehabt hätten, wir haben ja nur eine OLED-Integration gemacht, haben wir ja nicht viel Schrott gehabt, würden wir jetzt hier rumrennen und stundenlang den Schrott aufräumen. Aber den hatten wir heute nicht. Jetzt nehme ich hier den Magnet, der hier rumläuft. Wir haben auch immer sehr viel Vertrauen in die Berliner. Wir lassen immer so alles liegen und laufen dann immer so ein paar Kilometer den Fluss entlang, weißt du? Ja, lassen stimmt. Immer alles liegen. Meine ist irgendwie nicht so hell. Was ist nicht hell? Meine Lampi-Mampi. Deine Lampi-Mampi ist ja auch leer. Mhm. Oh. Schau mal, man ist irgendwie auch süchtig. Ne? Man macht das nicht nur für die Kamera. Sondern ich bin hier auch die ganze Zeit vielleicht am Boden am gucken. Ich bin auch noch nicht eine Sekunde nach vorne geguckt. Keine Ahnung, wo wir sind. Ja, wirklich. Wir hätten jetzt schon hinter der Brücke sein können. Ich habe meinen Kopf auch noch nicht hochbewegt. Haben wir viel gefilmt heute? Viel gefilmt. Okay, danke fürs Zuschauen. Das war's von mir und Nils, der wie immer am Steuer sitzt. Und wir sehen uns beim nächsten Lifestyle-Video, was dieses Mal wirklich nicht lange auf sich warten lässt, weil wir echt viel zu zeigen haben in unserem Leben. Vor allem, wenn jetzt der Sommer anfängt. Oh ja, wir haben aber wirklich viel zu zeigen. Ja, dann passiert einfach mehr. Das muss man halt sagen. Ja, deswegen konnte man auch so über den Winter nichts Cooles machen. Ja, das war, ne? Mit Anhalten, Abstoppschild. So was machen die in Berlin? Nicht gedacht. Das schneidest du raus. Ne? Das lässt du nicht. Ich bin so blau angehalten. Ich bin nur fest gewesen, dass es hier die Berliner auch machen. Ja. Spaß. Okay, macht's gut. Na, hier. Hier oben einmal. Hier könnt ihr jetzt abonnieren, das blendet mir so ein. Oh nee, schon in die Ecke. Hier, genau hier unten. Drückt ihr drauf und dann kommt ihr zum Hauptkanal. Da kann man nicht drauf. Achso, da ist nichts. Tschüss. Ist jetzt genauso wie so ein Möchtegern-YouTuber, der unbedingt so seinen 7 Abonnenten und ihn jetzt reinfetzen möchte. Und dann die ganze Zeit so, naja, jetzt fahren wir hier. Okay, ciao. Ja, viel mehr Abos haben wir ja auch. Aber jetzt ist die Kameraqualität gut, jetzt können wir nochmal Scheiße labern. Bei Tobi ist es auch so, das habt ihr bestimmt schon mal mitgekriegt, umso später es wird, umso mehr, also wirklich umso mehr Bullshit kommt aus seinem Gehirn raus. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich kein Alkohol trinke. Ja. Nee, es hat jetzt irgendwie wenig Zusammenhang. Ich glaube, dein Gehirn muss es anders kompensieren. Ja. Die bei uns mit Alkohol rauskommt. Ja, genau. Bei uns normalen Menschen. Ja. Ich hoffe auch, dass dein Finger davor ist. Ich hoffe es auch ein bisschen. Also, es wäre cool, weil dann könnte ich es noch ein drittes Mal aufnehmen. Okay, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Lifestyle-Video, wenn es wieder heißt. Lifestyle-Video.
Das war's von mir und Nils, der wie immer am Steuer sitzt und von der Dunkelheit draußen. Von der. Wir müssen noch eine Weile fahren. Und wir haben echt nur noch wenig zu trinken. Wenn ihr was zu trinken habt, bringt uns gerne guck vorbei. Mal, das war, siehst du die Abfahrt hier? Ja, das war unsere. Das war jetzt gerade unsere Abfahrt. Ich hätte es nicht gewusst. Deswegen. Aber ich wusste es, aber ich konnte den Spiegel schon nicht sehen. Also. Dann habe ich mich darauf konzentriert, erstmal die Spur zu wechseln. Naja. Nehmen wir die nächste. Ich meine, es ist ja auch erst. Ich meine, die nächste ist ja auch wirklich erst die richtige. Ich weiß nicht, was du Viertel nach, ne? Ach so. Ja, aber die andere ging auch da in die Richtung. Die müssen wir nehmen, echt? Jetzt kommt. Die müssen wir wirklich nehmen. So okay, und mit der Abfahrt fahren wir auch aus diesem Video. Das war's von Abfahrt. Das war's einfach. Tschüss.